Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zurück zu Metroid Scene. Vergesst es! Hey, willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Super Metroid. Und wie man sehen konnte, hatte ich es geschafft, da reinzukommen. Da war aber nichts Spannendes. Da war nur dieser eine Affe, der es da durchgeschafft hatte. Und ein Behälter mit Powerbomben. Aber willkommen, hey, Behälter mit Powerbomben. Wer kann von sich behaupten, sowas zu haben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade mein 30-Abonnenten-Special aufgenommen und ich habe mich noch nie für so etwas geschämt wie das. Aber was lernen wir daraus? Dass ich seit kurzem die Folgen so ein bisschen auf Vorrat aufnehme. So, und hier werde ich jetzt ausnahmsweise mal die Powerbombe legen, damit ich sehe, wo ich hintreten darf und wo nicht. Toll. Man sieht es nicht. Das ist das Beste, dass man es nicht sieht. Also, gucke ich nochmal hier. Genau davor. Ne, zwei davor. Also, Open State. Wirklich, ich habe mich noch nie für was so geschämt wie dafür. Hä, das sieht doch merkwürdig aus. Hier könnte man vielleicht auch noch eine Powerbombe legen. Gut, hat keinen Sinn, aber man kann es ja trotzdem legen. Das ist ja alles im Rahmen des Möglichen. Das ist ja nichts, was jetzt nicht gehen würde. Richard nix, das gerade nicht gehen würde. N. Ich hoffe, ihr habt den alle verstanden. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Da war so sehr schlecht. So, wo ist es jetzt? Zwei davor und alle. Samus will nicht abspringen. Open State. Das gibt's doch nicht. Springt die nicht ab? Puh. Ich bin schon so ein bisschen enttäuscht. Springt nicht ab. Habe ich schon mal Schöneres erlebt? Na komm, geh endlich durch. Muss dich doch hier nicht fressen lassen. Alter! Ach, deswegen, das geht da schon zwei vorher rein, wie ich gerade sehe? Oder wie viel vorher? Drei vorher, glaube ich. Aber abgesehen davon. Ach nee, das würde nicht gehen. Ich wollte gerade sagen, abgesehen davon kann man da doch mit Speedbooster durchgehen, aber dafür ist, glaube ich, nicht genug Platz. Man kann sie trotzdem mal probieren. Mann, ich will da jetzt den Energy Tank haben. Ohne Energy Tank ist das Leben nämlich doof. So. Naja, das geht sowieso nicht. Und endlich ist das Vieh kaputt. Warte, 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 warte. Da muss ich vorher rennen. Boah, das hat sich ja gelohnt, alles einzufrieren. Das war ja. Hui. Nein, war klar. Oder vielleicht war es nur, weil dieses Vieh an mir hing. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schafft. Aber ich nehme mal an, dass es eigentlich schaffbar sein müsste. Na komm, jetzt aber. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. So, erstmal anknallen, damit das Vieh mich nicht gleich hochbombt. So. 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 Das Vieh kaputt machen. Was war das denn? Ich bin hochgekommen. Fragt mich nicht wie, aber ich bin hochgekommen. Und mir ist es auch gleich hochgekommen. Aber das ist ja auch egal. Aber das ist das Doofe. Mit den Powerbomben kann man ja nicht mal sehen, ob da noch irgendwas im Boden ist. Und Super Missiles. Geil. Hat sich echt gelohnt. Super. Freut mich echt. So, jetzt darf ich aber trotzdem wieder hier unten lang gehen. Ja, das ist dieser Dreierweg gewesen, deswegen. So. Aua. Ich
würde gerade sagen, ich bin so ein bisschen vorsichtig. Das wird aber, glaube ich, nichts. Nicht, wenn ich am Steuer bin. Ja, sage ich ja. So, jetzt sauber. Und jetzt nur noch mal hier hoch. Und das geht ja mehr oder weniger einfach. Das hier oben habe ich dann auch gleich nach 4 oder 5 Versuchen geschafft. Also hätte man eigentlich noch gut in der Folge machen können, aber jetzt war zu spät. Was gibt's hier unten eigentlich noch? Ja, nicht, gell? Nee. Da konnte man einfach nur durch. Ich hatte mir erhofft, da irgendwas zu finden. Das war doch klar. Ich gehe da jetzt aber nicht nochmal lang. Die können mich jetzt eine Runde. Ich hüpfe jetzt hier hoch. Ich will da unten ja gar nichts mehr. Das ist ja das Blöde. Also lass mich einfach hier hoch. Lass mich das Zeug hier in die Luft jagen und niemand wird verletzt. Gut, vielleicht die Viecher, die die Powerbombe abkriegen, aber ansonsten... Da drüben kommt man noch irgendwie hin. Nein, falsche Taste gedrückt. So, kaputt machen. So. Ach so. Stimmt ja. Ich erinnere mich, hier ging es ja nach unten. Alles ganz schön tief. Uiuiui, ist das tief. Ah. Ach, die Zeit. Das ist ja geil. Das Vieh zeigt einen die. Jetzt habe ich vergessen. Den Shinespark heißt der, glaube ich. Hä? Der geht dann in die Knie, aber ich weiß nicht, wie Samus dann in die Knie geht. Ach, jetzt. Ja, das Vieh zeigt einen echt den Shinespark. Das ist ja geil. Krass. Gut, den Shinespark, den hätte ich auch so gekonnt. Ich wusste nur nicht, dass es den hier gibt. Aber trotzdem danke. Toll. Na komm. Ich finde das so geil mit dem Shinespark. Das kann man theoretisch auch in eine beliebige Richtung machen. Den habe ich ja schon mal bei Zero Mission war das, glaube ich, gezeigt. So, den Shinespark gibt es ja also auch. Wenn ich noch 18 Mal Shinespark sage, dann glaubt ihr mir vielleicht auch noch. Aua. Doofes Zeug. Danke. Im Nedoten. Gut, keine Ahnung, was es ist. Ah, nicht mal das Ding hier ist aufgegangen. Da oben komme ich sowieso nur mit Grappling Beam lang. Nützt mir also gar nichts. Ich kann hier nur durch diese Türe. Ich frage mich, was mir das bringt. Aua. Dieses Vieh tut weh. Was soll mir das bringen? Ah, gucke an. Hier kommt man rein. Cool. Na komm. Boah, Samus, ja gut. Geh halt hier nochmal raus. Dann gehe ich hier nochmal rein. Bringe nochmal schnell alles um. So ist es nicht. Und jetzt hüpfst du da rein. Und wie bist du da gerade reingekommen? Hä, du warst... Du hängst doch gerade irgendwie rein, das war doch... Hä?
Also, jetzt mal ohne Spaß. Erstens bräuchte ich mal da unten dieses Auffülldings. Auffülldings ist auch übrigens eine wissenschaftliche Bezeichnung. Das habe ich mir schon patentieren lassen. Aber ich begreife es echt nicht. Vor allem, was ich jetzt machen muss, begreife ich nicht. Hier geht's noch hoch. Und da brauchen wir Powerbombe. Aha. Geht's hier lang? Oh, sieht gut aus. Also, ihr wisst, was ich damit meine. Das war doch klar. Das war so klar. Cut und wir sehen uns hier gleich wieder. So, Freunde, wir sind wieder da. Und ich weiß jetzt auch, warum wir so wenig Leben hatten. Ich drücke einfach immer die falsche Taste, das ist mein Problem. Und diese Viecher sind so ätzend. So ätzend. Naja, und das mit dem wenigen Leben, das lag an dem Shinespark. Und hier sind Powerbomben. Yippie. Das war das alles. Ach, hier sind wir. Krass. Hier sind wir, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Und sowas hätte ich wirklich nicht erwartet. Kann man sich hier eigentlich dann noch irgendwie sprengen? Also nicht sich, sondern irgendwelche Wände. Irgendwas Wandartiges. Ja, hier so. Hier kommt man hoch. Sehe ich gerade. Ah. Hier hoch. Ja, der Scheinsbug, der verbraucht halt Leben. Das finde ich merkwürdig, aber es ist so. Ich sollte hier vielleicht zurückgehen, hä? Das war vielleicht nicht die beste Idee, hierher zu kommen. Ohne Gravity Suit. Warum habe ich das gemacht? Das ist die große Frage der Nation. Scheiße. Ah, ein Energy Tank. Ah, ein Ener. Ah, ein Energy Tank. Jetzt. Das ist gut. Sehr gut. Super gut. Es ist super gut, super gut. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum ich sonst hier sein sollte, aber man kann ja hier mal so ein bisschen Zeug um sich schmeißen. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich glaube nicht, dass es da unten weitergeht. Man kann ja trotzdem mal gucken. Was kostet einmal nachgucken, außer Zeit? So. Ja, wer hätte es erwartet? Nicht mal die Tür geht davon auf. Was für eine schwache Bombe. Ich glaube, es lag an der Bombe. Und nicht an den Wänden. Nein. Wenn diese Bombe es nicht mehr die Tür geöffnet hat, was normalerweise ein ganz normaler Strahl kriegt, dann muss es an der Bombe liegen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ist das Powerbombe? Ja, dann braucht man wirklich eine Powerbombe. Eine Powerbombe ist Muss.
Aber ansonsten ist das ja relativ sinnlos. Wir könnten da drüben jetzt nochmal lang gehen. Wir finden zwar versteckte Items, aber ansonsten... So, so, so. Viermal. Na gut. Aua! Alter! Ich kann aber nicht zielen, hä? Das geht bei mir einfach nicht. Ach ja, und hier hoch bin ich gerade eben schon mal offscreen gesprungen. Da war nur ein Raketencontainer, also nichts Wichtiges. Schön, aber... nichts, was jetzt das Leben verändern würde. So, das da oben nochmal wegmachen. So, jetzt klingelt ein Handy. Ich ignoriere es aber, weil es nicht meins ist. Alles, was nicht meine ist, da gehe ich nicht ran. Das ist... das ist meine Masche. Mache ich einfach nicht. So. Jetzt haben wir dort die Powerbomben. Und können jetzt hier... ja, du kannst auch auflegen. Oh, da sind Powerbomben. Kommt her. Leg doch mal auf, ich bin nicht da. Beziehungsweise die Person, die du versuchst anzurufen, ist nicht da. So, das Vieh wird überleben. Merkst du es nicht, dass die Person nicht da ist? Oh, Powerbomben. Bist du so schwer von Besinnung? Geht doch. War das so schwer? Einfach auflegen. Aha. Jetzt kommen wir hier auch nicht weiter. Weil wir hierfür den Grappling Beam brauchen. Und meines Wissens haben wir diesen Grappling Beam noch nicht. Na komm, geh kaputt. Es ist einfach so doof, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Aber ich kann es mir... ah, ich kann es mir denken. Naja, du. Toll, jetzt habe ich... ah! Hm. Ich dachte, da kommt man vielleicht durch, aber es wäre auch sinnlos, wenn man da durchkommt. Wenn man da durchkäme. So, da drüben braucht man ja das Ding. Das, was ich mal gucken kann, ist, ob es hier vielleicht Sinn hat, eine Powerbombe zu legen. Die Antwort ist nein gewesen. Auch gut. Können wir wenigstens die Energie nochmal auffüllen. Wir können ja nach Maridia. Nein, falsche Taste. So. Wir können ja nach Maridia. Wir haben ja jetzt Powerbomben. Und wenn das so ist wie beim... ah, nein. Hört doch mal auf mit dem Mist hier. Wenn das so ist wie beim alten Metroid, können wir jetzt diese Röhre zerstören. Nicht diese Röhre. Diese Röhre. Mal gucken. Ja, sie geht kaputt. Geil. Oh, Alter, ernsthaft? Wasser? Boah. Mit Wasser sich anzulegen. Oh, wenigstens ist es hier ein Speicherpunkt. Ich hoffe, das Wasser hört auf, wenn wir nach oben kommen. Weil ich kann hier ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit im Wasser rumhüppen. Die Schwerkraft ist im Wasser einfach zu kacke. Ah! Schwerkraft kacke! Schwerkraft! So, na komm hoch. Na komm hoch. Na komm hoch. Bitte Wasser sei alle. Ich weiß sonst nicht, wo ich hin muss. Nein, natürlich ist immer noch Wasser da. Was denn auch sonst? 5. Die Musik ist aber cool.
gerade cool geworden. Ich glaube nicht, dass das irgendwas hier wird. Also, dass ich hier irgendwas finde in Maridia. Ein Gebiet, das kein Wasser beherbergt. Na komm, geh kaputt. Zumindest kann ich mir ein bisschen die Powerbomben auffüllen. Apropos Powerbomben. Erstens kommt man hier ja... Ja, das war super klar. Es war super klar. 2, 3, 4, 5. Lass mal hier reingucken. Kartenterminal. Maridia. Boah, alter Schwedinski. Da ist ein Endboss. Also zumindest glaube ich, dass dieses Zeichen ein Endboss-Zeichen sein soll. Gibt's hier drüben? Ach geil! Hier drüben gibt es kein Wasser. Das ist es, was es hier drüben gibt. Kein Wasser. Du gehst weg. Na gut. Komm du halt eben nicht raus. Eigentlich wollte ich, dass du da rauskommst, aber wenn du nicht willst. Wer nicht will, der hat schon. Ist auch nix. Nein. Oh. Kommt man da auch so wieder hoch? Boah, nö. Ich guck mal, ob es hier vielleicht irgendwie weitergeht. Da ging es nur zu Crate. Da drüben gab es ja noch einiges mit Powerbomben, wenn ich mich entsinne. Boah, ich weiß echt nicht, wo es hier lang geht. Ich kann mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, dass ich durch das Wasser durch muss, ohne Gravity Suit. Ich kann mir das einfach wirklich nicht vorstellen, das ist... Also wenn ja, dann wäre mir das unbegreiflich, aber... Wir werden ja sehen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Also in dem Spiel hier, das habe ich auch noch nie durchgespielt, nicht so wie Zero Mission. Ich tappe hier die ganze Zeit im Dunkeln. Und, naja, ich sag mal so, dann ist es nicht das Schlimmste, wenn wir hier ein bisschen eine kleine Ewigkeit brauchen. Man kann ja nicht alles gleich von vornherein wissen. Es ist ja unmöglich. Quasi. Und Modo auch noch. Ach komm. Du Otto. So, du einmal. Und du noch. Komm hier. Ich würde gerne wissen, wie man da rüberkommt. Ich weiß es nicht, wie man da rüberkommt. Ich weiß es wirklich nicht. Warte mal, da drüben gab es doch irgendwas, gell? Hier drüben war doch, glaube ich, hier war gar nicht. Ach doch, hier war das. Ja, jetzt sind wir hier. Ah, können wir gleich mal speichern. Ja, komm, speichern mal eine Runde. Wenn wir einmal hier sind. Toll, stimmt, den Geheimweg hier, also mehr oder weniger Geheimweg, den habe ich total vergessen.
War hier nicht irgendwas mit Powerbombe oder wo war das? Powerbombe oder Speed? War mir nicht so, dass hier irgendwas dergleichen war? Hier, also, hier kann ich mal probieren. Nein, das wollte ich nicht probieren. Das hier wollte ich probieren. Nein, nur die Viecher da unten drin. Toll. Aber gut, dass man die einfrieren kann. Mir ist es zwar ehrlich gesagt eine Frage, warum man Lava einfrieren kann, aber gut, muss ich ja nicht verstehen. Hier kann man runter. Hier war Powerbombe. Ah, da hätte ich gleich welche einsammeln können. Ist das nicht unser lieber Freund? Sieht aus wie Ridley. Ist wahrscheinlich auch Ridley. Müssen wir jetzt zu Ridley? Ne, durch Lava können wir doch nicht durch. Various. Ja, ich wollte gerade sagen, Various Suit ist ja nicht für Lava ausgelegt. Various Suit ist ja Hitze und Säure. Lava ist Gravity. Toll, das geht nicht. Ich hätte vielleicht erwartet, dass das funktioniert. Ansonsten? Drüben gab es auch nichts mehr. Hä? Hä? So, jetzt mal, ohne Kacke. Wo geht's denn hier weiter? Soll ich mich doch nochmal in Maridia versuchen? Diese Wacket Chip, da sind wir ja auch nicht wirklich weitergekommen. Und was mal wieder oben zurück in Kriteria wollen, da fehlt mir ehrlich gesagt das Verständnis, warum wir da zurück sollten. Aber. Hä? Ich begreife einfach gar nichts mehr. Das ist es einfach. Ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd. Ich sehe es ja ein. Meine letzte Powerbombe. Zumindest kommen wir noch daran. Wenigstens Raketen. Wenn schon keine Powerbomben. So, und jetzt. Sowas finde ich kacke, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Das Schlimmste, das es gibt. Komm, hoch da. Hoch da. Ach nee, wir müssen da ja nicht lang. Wir müssen ja. Also, ja, nicht wir müssen, sondern wir können ja den kurzen Weg gehen, indem wir hier einfach drüber speeden. Geht ja. Ist ja alles im Rahmen des Möglichen. Einfach durchspeeden. Dann das Zeug aufsammeln. Womit wir dann schon wieder Powerbomben hätten. Und dann können wir gleich nochmal speichern. Boah, Alter, ich weiß echt nicht, wo es hier weitergehen soll. Bei Crate zu 99% nicht. Hust. Aber ist doch schön, wenn man hier immer wieder was Neues findet, oder? Ah, nur Kartenterminal. Oi, ist das groß. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das noch so groß ist. Da unten ist Ridley. Wir haben. Toll, ich würde es jetzt mit der Maus zeigen, aber ich kann sie. Ach doch, jetzt. Ich kann doch hier. Wir haben doch da gesehen. Wie es kann der da unten sein? Also ich nehme mal an, dass Ridley in Norfair wohnen wird. Das ist mir das Naheliegendste.
mal so ein Ding da vorne. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. Soll ich versuchen, hier weiterzukommen? Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Wirklich, das Einzige. Einzigste. Einzigste. Einzig. Das Einzige. Das Einzige, was mir gerade einfällt. Ist versuchen, hier nach oben zu kommen, was ich nicht hinkriege. Weil es keine Schwerkraft gibt. Also, doch, es gibt so hohe Schwerkraft. Ja, es ist das. Als dass es keine geben würde. Samus kommt doch gar nicht richtig in Wallung. Hier waren wir ja noch nicht. Hier können wir es ja nochmal probieren. Aber ganz im Ernst, ich erwarte nicht mehr, hier irgendwas zu finden. Super. Wie soll man hier jetzt wieder rauskommen? Hallo? 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 Freunde! Erstens, da unten irgendein Vieh, was mich vermutlich umbringen wird. Und zweitens, boah, Leute! Ne, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Wir sehen uns dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Und bis dahin gucke ich mal, wie man hier weiterkommt, weil ich habe echt überhaupt keine Ahnung davon. Es ist wie damals bei Kratos. Ich übersehe sicher wieder irgendwas Unscheinbares. Bis zur nächsten Freunde-Folge. Ciao.